Meine werten Damen und Herren, das sind Kira und Roman hier beim Verstecken. Hallo! Hallo! Wir haben hier eine Map ausgewählt und zwar werden wir uns jetzt nämlich gleich im Billardzimmer verstecken und wir werden versuchen... Oh mein Gott! Niemals! Okay, Kira sucht, du suchst und ich versteck mich, okay? Wir können es sogar so machen, dass ich dir vielleicht sogar hin und wieder mal so einen kleinen Tipp geben kann, wo die Leute spawnen. Oh mein Gott, das wird so viel. Hey, warte mal, hier sieht man dich sogar. Hä? Du bist bei mir jetzt, obwohl du eigentlich der Sucher bist, bist du bei mir so ein Junge geworden mit blonden Haaren einfach. Bei mir auch. Ist so süßig. Okay, pass auf. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp so, wo die meisten Leute hinrennen, okay? Dann hast du es ein bisschen leichter zu suchen. Wir können am Ende dann so ein One versus One machen, okay? Ja, klar. Also, es gibt viele Leute, die sind Richtung Fahrrad gelaufen. Es gibt ein paar Leute, die laufen die gelbe Leiter hoch auf den Tisch, auf den, ich glaube, das ist der Billardtisch. Oh nein, pass auf, weißt du, was viele Leute machen? Viele Leute laufen die gelbe Leiter hoch und sind dann oben auf den Dachbalken drauf, auf den Holzdachbalken. Das ist richtig weit oben. Da sind so ein paar Leute. Ich glaube, auf dem Billardtisch sind vielleicht noch welche. Ich schau mal nach. Uiuiui. Das schaue ich mir an. Bist du jetzt frei sozusagen? Mhm. Okay. Huch. Also jetzt kommst du da raus, gell? Also, ich glaube, so Richtung Fahrrad sind 2, 3 Leute gelaufen. Definitiv. Ein paar Leute sind diese gelbe, riesige Leiter hochgelaufen. Da kannst du auch nachschauen. Hast du schon welche gefunden, ne? Ja. Warte, ich schau doch mal, ob ich hier vielleicht nochmal jemanden im Billardtisch... Oh, ey, man kann auch in den Billardtisch reingehen. Oh mein Gott. Ich frag mich... Wie willst du das alleine eigentlich schaffen? Also hier ist auch einer im Billardtisch drinne, neben der lila großen Kugel. Der läuft im Billardtisch so herum. Oh okay. Mein Gott. Ich frage mich, wie du in 3 Minuten alle 8 Leute bekommen kannst. So, das ist ja eigentlich fast unmöglich, oder? Kriege ich doch nie hin. Das würde ich auch sagen. Das ist viel zu schwierig. So. Wo bist du gerade, damit ich dir so ein bisschen zugucken kann? Bei den Kartons? Ah, bei so einem... ich komme jetzt im Billardtisch näher. Den Billardtisch. Ich bin jetzt in diesem Holzbalken, wo man nach rot laufen kann. Ich habe hier unten links stehen, wie viele Blöcke du entfernt bist. Wenn ich jetzt, glaube ich, runterspringe. Ah, ich sehe, du bist da bei diesem weißen Stuhl, ja, gell? Hast du jemanden gefunden, ne? Nein. Oh, warte mal. Ich suche gerade hier einfach hier. War bei den Fahrrädern jemand? Ja, da war tatsächlich jemand. Warte mal, siehst du diese gelbe Treppe? Da sind richtig viele. Kurz. Oh. Warte, hier. Da, geh mal zu dieser gelben Treppe da. Ah, nicht mich fangen. Das ist eigentlich voll das Teaming, was wir machen. Aber ist egal, für heute ist in Ordnung. Da hinten sind 2. Hol dir die 2 da hinten, siehst du die? Ja. Oh mein Gott, komm, wir kesseln sie ein. Obwohl, ich kann eigentlich gar nichts machen, gell? Warte, die kriegst du. Oh, den einen hast du. Und der andere, ey, du läufst sogar ein bisschen schneller als die, kann das sein? Ich glaube, oh ja. Oh mein ich Gott, glaub, ja, das oh. Ist... Der arme sonst Bacon würde ich die auch nie kriegen. Der arme Sorry, Bacon. Sorry, Bacon. Oh. Aus dem Blick. Ah! Pass auf, ich zeig dir noch einen Geheimtrick. Ich weiß, wo noch ein paar Leute sind. Da, diese gelbe Treppe, die kannst du so mit springen, kannst du hochkommen. Wenn du da richtig schnell nach oben springst. So immer an der Seite. Genau. Und dann musst du hier so hochspringen, einfach die ganze Zeit Leertaste drücken. Und dann oben auf diesem Dachbalken... Da ist ein Mädchen sogar im Dachbalken. Da siehst du die rechts. Spring. Nein! Du hast mich getötet! Nein! Du musst nochmal hoch. Du musst nochmal hoch. Hinter dir. Die waren da alle. Ach, im Dachbalken. Oh. Das habe ich aber verdient. Ich habe meine Kameraden komplett so Dings. Da rechts von dir. Siehst du die? Jetzt ist die runtergesprungen. Jetzt sind die alle da unten. Jetzt hast du sie. Ja! Yeah! Die hast du, okay. Eigentlich sind es nur noch 4 Stück. Eine ist hinter den großen Kartons. Oh mein Gott. Da, die Kartons. 2 Stück. Hä? Wo sind die? Da oben. Nee, warte mal. Doch, oder sind das Action-Figuren? Da sind 2 Leute. Einer ist im Billardtisch drin. Die anderen... Hey, lauf mal geradeaus. Nach links. So. Und jetzt lauf nochmal nach links, das Ding runter. Und schau mal hinter diesen Schrank, wo du gerade bist. Dort, wo die Wand ist. Hinter den Schrank. Da den Kabel entlang folgen. Und jetzt guck mal da hinter den Schrank rein, ob da jemand drin ist. Nein, oh. Irgendwo haben sich 2 Mädchen in so eine Ritze reingelegt. Aber ich weiß nicht, wo das ist.
Ich folge einfach die ganze Zeit diese weiße Linie, obwohl in den paar Sekunden kriege ich oh das. Oh mein Gott, du musst zum Fernseher, du musst zum Fernseher. Lauf zum Fernseher, rechts vom Fernseher. Da sind sie, die zwei da. Hä, aber wie kommt man da rein? Wie haben die das denn gemacht? Ich weiß wie. Weiß ich nicht. Die sind... Hä, kannst du da versuchen reinzuspringen, so seitlich? Oh mein Gott. Was? Wie haben die das denn gemacht? Die sind da einfach so reingegangen in diese Ritze. Oh, crazy. Wollen wir noch... Warte mal, ich selecte noch mal eine Map. So. Ich hab's kurz gekauft. Welche wollen wir als nächstes spielen? Die hier. Die Store. Den Laden möchte ich mal spielen. Okay. Vielleicht, wenn wir Glück haben, dann kann ich vielleicht jetzt fangen. Oder wir verstecken uns zusammen. Warte mal. Wie hoch ist jetzt die Chance, dass ich es werde? Oh mein Gott. Niemals. Es könnte sein, dass ich es werde. Ah, nee, es wird Fanta Cola 3783. Okay, aber dafür können wir uns jetzt zusammen verstecken. Okay. Wollen wir uns in der Kasse oder sowas verstecken? Okay, ich bin jetzt hier hoch. Okay, wobei, ich glaube, in der Kasse sich zu verstecken wäre ganz schön dumm. Die ist so direkt hier oben. Lass mal irgendwas anderes auswählen. Was sagst du? Wo kann man hingehen? Da draußen ist so ein Taco-Wagen, aber da kann man, glaube ich, nicht rausgehen. In der Snackmaschine, wenn das geht. In die Snackmaschine? Stimmt, lass in die Snackmaschine reingehen. Gute Idee. Glaubst du, wir kommen da wirklich rein? Das wäre voll cool. Stimmt. Da ist diese, wie heißt das nochmal? Was ist denn das nochmal? Sprungfläche. Ja, genau, die Sprungfläche. Lass mal da reingehen. Oder wir gehen dort rein, wo das Wechselgeld immer drin ist. Glaubst du, da wenn du Leertaste drückst, kommst du schneller rein. Tatsache! Du kannst da drinnen dich zwischen den Dosen verstecken. Warte mal. Dosen? Ja, guck mal. Sind doch gar keine Dosen. Doch, oben. Guck mal. Hier gibt's dieses Sprungfeld da. So. Ah ja, das mache ich. Das ist schlau. Ich glaube, wenn man gut genug... Oh, doch. Lol. Ich bin hier. Ich bin auch hier. Wir sind einfach hinter den Dosen. Oh mein Gott. Also wenn das Versteck nicht gut ist, bitte, dann weiß ich auch nicht. Das ist wirklich das Beste, was es überhaupt nur gibt, Mann. Was? Wie krass ist das denn? Warte mal. Können wir denjenigen sehen, wo der sich so aufhält? Wir können eigentlich noch in den rechten Automaten rein. Ich würde so gerne hier noch mehr im Automat so ein bisschen herumforschen. Ne? Ist ja so cool, wenn man noch höher kommen könnte. Oh, da bin ich jetzt mal runtergefallen. Warte. Oh, lass mal kurz rausgehen. Was kann man hier denn noch machen? Also wir können auch unter den Automaten... Oh, da ist er! Da ist der Typ! Okay, wir müssen in den Automaten reingehen. Okay, lass dich nicht schnappen. Oh, er kommt! Er hat mich! Oh nein! Hat uns beide geholt. Ja. Oh, das war keine so gute Runde. War echt ein Fail. Autsch! Okay, Leute, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Okay. Wir wählen eine weitere Karte aus. Was wollen wir spielen? Okay, warte mal, ich suche nochmal eine Map aus. Wo ist er? The Backyard. Okay, ich habe 10% Chance, S zu werden. Ich nur 7. Oh mein Gott, wer wird's? Es wird Enjoy 2021. Okay, ein langes, großes Mädchen. Die war echt lang gezogen, gell? Oh mein Gott. Okay, jetzt sind wir hier. Oh, das ist so eine Art Vogelhaus, gell? Süß. Mhm. Perfekt. Wohin wollen wir gehen? Wir haben einmal die Hundehütte. Wir haben einmal diese Couch. Lass zur Couchgarnitur gehen. Da gibt es voll viele Münzen, die wir mitnehmen können. Oh, und wir müssen so schnell wie möglich jetzt hier wegkommen. Weil wenn die jetzt gleich kommt und uns anfängt zu jagen, die ist viel zu schnell, Mann. Ja. Oh. Wir könnten unter die Couch... Wie kommen wir denn auf den Tisch drauf? Da gibt es bestimmt irgendwo was. Wir brauchen so eine Art Leiter. Da ist ein Sprungbrett an der hinteren Seite. Tatsache, das ist, glaube ich, ein Sprungbrett, oder? Könnten unten drunter laufen. Oh yeah. Okay. Und dann wahrscheinlich hier drauf. Und, es funktioniert. Auf die Couch. Oh, auf der Couch kann man auch springen. Oh mein Gott, hier kann man die Münzen mitnehmen. Okay, nice. Warte. Oh yeah. Wie bist du da hochgekommen? Manchmal buggt das so ein bisschen. Auf dieser Couch ist es so richtig buggy. Oh mein Gott. Hier bleibt man manchmal so unten hängen, wenn man so springt. Hast du das auch manchmal? Mm. So kleine Lags sind das. Oh, man kann hinter... Achso, ne, das ist... Ist das? Keine Ahnung, da kommt man leicht hin. Ja, da kommt man leicht hin. Ich würde sogar sagen, da hinten sind noch drei Münzen, lass die noch holen. Also wir sind übrigens
550 Schritte gerade vom Fänger entfernt. Der ist da hinten auf dem Baum, kannst du ihn sehen? Ja. Oh, der ist so klein, den kann man sogar gar nicht erkennen. Ich glaube, das wird sogar eine leichte Runde. Komm, wir teilen uns die Münzen. Nimm du die ersten zwei und ich nehme die, weil ich hatte gerade auf der Couch ein paar mehr. Yay. Oh, guck mal, wenn man da gut rüberspringt, dann eine können wir uns Pflanze. Hier in der Pflanze verstecken. Kann man auf die... Kann man da hochspringen? Nee, oder? Na. Nee. Man kann sich hier in der Mitte verstecken. So, man kann so tun, als ob man eine Pflanze ist. Oh, glaubst du, wir können es auf den Baum da packen? Nee, oder? Na. Ist, glaube ich, zu hart, oder? Oder wir gehen hier in diesen Busch da einfach rein. Ja. Glaubst du, da kann man sich drin verstecken? Oh mein Gott, hä? Sieht kann voll man. Komisch aus. Wenn man hier drin ist, dann sieht es einfach so aus, als ob man einfach in keinem Busch drin ist. Sieht total bescheuert aus. Nein, ist aber in einem drin. Hm. Das finde ich sehr gut. Oder wir machen das, was der Fänger niemals denken würde. Und zwar verstecken wir uns einfach dort, wo er überhaupt angefangen hat. Warum sollte der Fänger nämlich dorthin kommen, wo er eigentlich herkommt? Verstehst du? Das ist eine gute Idee. Oder wir spielen ein Spiel, wer es länger neben dem Fänger überlebt. Wollen wir? Komm, du hast ja unten die Anzahl. Lass mal einen Wettbewerb machen. Wir haben 2 Minuten Zeit, okay? Derjenige, der näher an den Fänger drankommt, gewinnt. Also, ich bin gerade... 400 Blöcke, jetzt unter 400 Blöcke entfernt. Ja, okay. Ich bin direkt hinter dir, Leute. Ja, das, aber ich bin jetzt trotzdem. Oh ne, jetzt geht er weiter weg. Hä, wohin rennt der? Da. Okay, aber pass auf, man muss näher kommen, aber man darf nicht sterben. Das sind die 2 Regeln. Da hinten ist er. Also, wenn du zum Beispiel 10 Blöcke entfernt bist und dann noch wegkommst, dann bist du der Gewinner. Ich glaube, hier kommt man. Ah, doch, kommt mal hoch. Okay, ich glaube, der geht jetzt auf die Couch. Oh mein Gott, guck mal nach hinten, guck mal auf den Baum da hoch. Da ist einfach ein Mensch auf dem Baum da ganz oben. Siehst du den? Lol. Alter. Hinter dir. Oh mein Gott. Okay, 14. Nein, ich habe nicht drauf geachtet. Also ich werde das auf gar keinen Fall schaffen. Oh, schaut euch das an, schaut euch das an. Und da ist sie tot. Kira, ja? Ich habe das Gefühl, wir haben das Spiel beide verloren. Ja. Okay, Leute, falls ihr gerne eine weitere Folge sehen wollt, wie wir hier Fangen spielen mit Kira, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Beim nächsten Mal müssen wir nur ein bisschen besser aufpassen. Ja. Ich glaube auch. Ja, das ist eine schwierige Sache. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao! Ciao!